So, also mein Tod. Ich hoffe, ihr hört mich schon mal. So, dann das und guten Abend alle miteinander. Ich hoffe, ihr hört mich. Gerade wurde EA Livestream startet. Ach stimmt, es ist E3. Stimmt. Stefan, ist ja Wahnsinn. Stefan, das ist ja cool, dass du da bist. Da ist er. Ja, ich hab's überstanden. Ich lebe noch nach der Börse aus Hamm. Ich bin auch erst vor einer Dreiviertelstunde hier angekommen, habe dann noch ein Video gemacht mit der Ausbeute. Ja, bin entsprechend ziemlich fertig, aber ein bisschen was kann ich ja noch erzählen. Ja, super. So, dann kann das hier hin. Ah, Star Wars Battlefront. Okay, naja. Lärm. Okay. Also, schauen wir mal. Battlefront, ja. Was gibt's Neues? Haben Freunde. Black, cool. Ja. Noch besser, dann bei Facebook. Ich muss unbedingt ein Kabel verlegen. So, ich glaube, das sollte jetzt soweit flüssig laufen. Ja, Delay wird ein bisschen da sein. Ja, wie geht's euch? Was habt ihr Schönes gemacht? Warum wart ihr nicht in Hamm? Jetzt kommt wohl Battlefront. Alles klar. Bis dann, hipster Ende. War ein kurzer Auftritt. So. Schreibt mal was im Chat, genau. Ob ihr noch lebt. Achso, viel zu weit weg. Ja, okay, aber es ist ja nur die größte Terroristikmesse Europas. Zu viel Ungeziefern haben, das weiß ich besser. Ja, okay. Weißbauchigel sind jetzt keine Ungeziefer. Schaben auch nicht. Naja. Die Ente ist wieder da. Battlefront schon zu Ende? Und wir haben erfolgreich. Jein, also. An sich schon, ich habe ein bisschen was bekommen, auch schon, was ich ein bisschen länger gesucht hatte. Ja, aber viel zu viel Geld ausgegeben, sagen wir es so. Ich hatte keinen Fahrer. Okay. Ja, da habe ich den Vorteil, dass ich halt immer mit meinem Kumpel Pascal die Börsen zusammen habe. Reno, hipster Ende ist immer dabei. Ja. Auch beim Rüdiger. Ach so. Ja, ich habe Rüdiger nochmal Bescheid gesagt. Mal schauen, ob der alte Sack auch noch vorbeikommt. Ja, was soll man sagen? Also es war ziemlich lustig, nachdem wir dann schon früh um 7 da waren. Ging es, ja, da wir einfach noch keine hundertprozentige Zusage hatten, dass wir einen Platz bekommen, war das alles immer noch in der Schwebe gewesen. Auto voll mit Tieren und naja, hat aber geklappt. Wir waren in der Tribünenhalle auf dem Oberrang ganz hinten rechts. Die Zebrazecke habe ich zum Beispiel getroffen. Ja, mit dem Satz: warum schneidest du nicht die Haare ab?
Ja, war aber heute die Einzige, die mich drauf angesprochen hat. Dann muss er aber ganz schön lange schlafen, beim Schönheitsschlafende. Ziehe ich mir über den Rüdiger her, wo er nicht mehr da ist. Nein, macht keinen Unterschied, ich ziehe auch über ihn her. Auch wenn er da ist. Ja. Rhinoschaben gab es in Hamm, das war ganz cool. Leider aber nur adulte Männchen. Genau, nicht schicke, schicke Glatze. Nee, lass mal. Weißt du, der Kopf ist eh schon so rund, weißt du, sieht schon aus wie ein Fußball. Mit so einem herausstehenden Ventil, weißt du? Wird ein Ausbeutevideo kommen? Ja. Ich habe heute einen Teil aufgenommen. Morgen, mal gucken, wie ich Lust habe. Morgen dann wird noch ein zweiter Teil von dem Ausbeutevideo aufgenommen. Und dann setze ich mich Montag, Dienstag ans Schneiden, sodass es auch am Mittwoch da ist. Pünktlich 14 Uhr, wie immer. Die Dörte darf mir mal nachher, wenn sie Lust hat, eine Privatnachricht schicken, wie es ihr so geht. Ja, was man sonst noch so in Hamm? Also mal abgesehen davon, dass es in Hamm als Aussteller eine total beschissene Regel gibt, dass nur streamt der Schabenkanal YouTuber schon häufiger als der selbst anhand Gaming-Streamer. Alles sehr seltsam. Insektenblock, ich mag dich. Vielen Dank. Wie lange dauert eigentlich das Geschneider etc.? Unterschiedlich. Die 10-Minuten-Videos nehme ich meistens an verschiedenen Kameraperspektiven auf. Das ist eine Sache von ein paar Minuten, das Zusammenschneiden, weil es halt nicht viel Aufwand ist. Es wird einfach nur abgefilmt, wie die Tiere sich verhalten, und dann wird es halt eben innerhalb von 10 Minuten völlig zusammengeschnitten. Musik hinterlegt und dann ja, rendern, hochladen, schneiden, rendern, hochladen, in der Reihenfolge. Andere Videos, wie zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal so ein 5-Schaben-Fakten-Video, wo dann eben noch eine Recherche dahinter steckt. Dann halt eben zusammenschneiden. Na, das sind dann verschiedene Takes. Es dauert dann schon ein paar Stunden. Ja, haben, erzähl ich mal ein bisschen weiter jetzt. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ach ja, mit der doofen Regelung. Und zwar, wenn du als Aussteller dort bist, was wir ja um 7 waren, wir hatten jetzt nicht den größten Stand, einen 2-Meter-Stand, waren dann auch relativ flott, ne, obwohl wir eigentlich todmüde waren. Dann bin Aufbau fertig und sind dann schon mal rumgegangen. Du darfst aber während, ja, bis um 10 Uhr nicht einkaufen in Hamm. So wollen die quasi damit verhindern, dass die Händler oder die Aussteller sich nicht untereinander die Sachen wegkaufen. Aber den normalen Gästen ja, Tiere wegkaufen. Ja, naja, die Sache ist halt eben, Hamm ist nun mal die größte Terroristikmesse Europas. Entsprechend hast du oder gehst du eh von vornherein davon aus, dass du dort einkaufen wirst. Du hast einfach ein riesiges Angebot an, ja, ne, an allem Terroristikkram. Und wenn du da als Aussteller nicht mal einkaufen gehen kannst, vor der ganzen Sache, weil du einfach die ganze Welt bei den Menschen warst, dann hast du keine Chance mehr. Ne? Das ist ein bisschen scheiße geregelt, auf gut Deutsch gesagt. Könntest du uns einen kleinen Teaser von deiner Ausbeute geben?
Ja, Noahs wirbellosen Amphibien. Ausbeute. Das komplette Ausbeute-Video kommt am Mittwoch. Bisschen Geduld. Was ich kann euch sagen, also es kommen alte Schaben wieder, die ich mir jetzt, oder die ich vor einiger, so von einem Jahr schon abgegeben habe. Und eine neue Blaberus-Art habe ich mir geholt. Aber wie gesagt, zu viel will ich jetzt auch nicht verraten. Das habt ihr ja keinen Grund mehr, das Video zu schauen. So, nochmal der Justin. Was ist mein Lieblingsschabenart? Wurde ich ja gestern schon ein paar Mal gefragt. Ist halt schwierig, auf eine Art festzulegen. Dadurch, dass einfach ja, fast meine ganzen Lieblings- oder favorisierten Schaben halt eben als Tattoo meinen Arm ziehen. Aber wenn ich mich wirklich auf eine festlegen müsste, liegt es einfach daran, dass ich die größte emotionale Verbindung zu den Rhinos habe. Einfach dadurch, dass ich quasi als Vorgeburtstagsgeschenk, also ein paar Tage bevor ich Geburtstag hatte, hatten mir halt eben die Rhinos Nachwuchs geschenkt. Das war ganz cool und daher, glaube ich, sind es die Rhinos. Zebra Zecke, Hallöchen. Ich hoffe, du kümmerst dich gut um die Schaben. Es bleibt mir dennoch ein Rätsel, warum die Hamm-Veranstalter ihre Messe selbst derart schlecht bewerben. Kaum bis gar keine Fotos von den Messen, sehr zurückhaltende Website, schade. Ja, die Sache ist halt immer, die PETA und andere Tierschutzorganisationen suchen sich natürlich immer die schwarzen Schafe raus. Dass alles bei so einer riesigen Messe nicht immer hundertprozentig glatt laufen kann, wie es zum Beispiel die Veterinäre wollen, ist klar, ne? Und dann kommen halt eben auch nur die schlechten Seiten zum Vorschein oder die PETA veröffentlicht. Ne? Tja, es ist halt eben, ne? Und da ist es halt eben so eine Sache. Film ist generell mittlerweile verboten. Es gibt einen YouTuber, also ne? Wie heißt er? ReptilTV, genau, Stefan Bruckhammer. Der hatte mal vor vielen Jahren Ausschnitte noch machen dürfen. Aufhaben, das ist aber gänzlich untersagt. Eigentlich, ich habe heute nämlich noch einen Zuschauer getroffen. Falls du das mal sehen solltest, Grüße. Wir haben zusammen ein Foto gemacht und na, selbst das war nicht mehr erlaubt. Ne? Also wir haben uns da schon auf sehr, sehr dünn Eis bewegt. So. Der Teaser reicht mir schon. Okay, super. Pläne für die nächsten Börsen. Ich schaue mal gerade ganz kurz in die Börsenliste. Was machen die denn für einen Lärm? Okay. Oh shit. So. Ja, also Terroristika haben. Was haben wir denn jetzt? Also haben wir den 10.06. So, nächste Woche Samstag ist die Ziva Exotica in Prag, Tschechien. Da sind wir uns noch nicht so sicher, ob wir das machen. Und am Sonntag ist, also nächste Woche Sonntag ist Börse in Zwickau. Da werden wir auch uns bemühen, dort zu sein, denn dann beginnt auch das Sommerloch für die Börsen. Ansonsten ist jetzt auch noch nichts weiter geplant. Zebra-Zecke, nochmal vielen Dank für die Fragezeichen-Schaben. Die sind schon fleißig am Buddeln. Sehr schön. Ne? Halte nicht zu feucht. Aber du hast ja gesagt, hast dich ja gut belesen. So. Saskia, hey, dieses Mal kann ich dir auch dabei sein. Hallo. Hey. War bei dir viel los am Stand. Es ging, es hielt sich in Grenzen. Ne? Es ist die Sommerbörse. Sommerbörse ist nie so gut besucht wie jetzt. Ne? Die Ostern, ja, sprich im März. Oder halt eben die anderen. Aber es war okay. Nur, dass wir auch am letzten äußersten Rand standen. Ja, Haupthalle wäre sicherlich besser gewesen. Aber so okay gewesen. Konnten sie alle glücklich machen, glaube ich. Glückwunsch nachträglich zum 40. Geburtstag. Was? 40.
40? Meine Prinzessin, jetzt geht es immer noch prächtig. Danke nochmals. Gerne. Wie gesagt, wenn es da mal Probleme gibt, einfach anschreiben. Aber ich glaube, mittlerweile sollte sich das alles eingependelt haben. Guck mal, nee, G3 Stream. Fand ich nicht. Also ich nicht. Also sollte es nur noch laggen. Hast du auch ein paar ganz seltene Tiere gesehen? Die Sache ist halt eben, wir mussten ziemlich durchrennen durch die Börse. Ne? Das ist ja ein riesiges Gelände. Und da kannst du wirklich nur die Augen offen halten nach dem, was du wirklich haben willst. Und das Seltenste, was ich halt gesehen habe, waren halt eben recht große Rhinoceros-Schabenmännchen. Was haben wir denn noch gesehen? Ja, dann so große Teufelsblume zum Beispiel unter den Antiden. Mata-Mata-Schildkröten zum Beispiel. Ja, aber da hast du nicht wirklich viel Zeit, irgendwas zu machen. So. Da war wenigstens nicht so ein großes Gedränge bei dir. Ja, es ging teilweise, ne? Wir sind auch schon, nehmen wir zum Beispiel die Börse in Karlsruhe, da haben wir teilweise 2 Stunden lang komplett nur zu tun. Also dann ist einfach nur noch wie Fließbandarbeit. Ne? Ist dann bleibt leider ein bisschen nur die Beratung auf der Strecke. Und wenn wir halt eben die Beratung ein bisschen ausschweifen, ne, dann gehen die Leute meistens auch wieder in Recht machen. Aber Beratung, vor allem beim Kauf von Tieren, muss ja halt sein. Magst du Kampfgrillen oder würdest du gerne mal welche halten? Sind schön anzusehen, muss ich sagen. Mal schauen. Also dadurch, dass ich jetzt erstmal ja, wie viele neue Schaben? Schon 2 oder 3 neue Schabenarten jetzt geholt habe. Und dann, ja, sind ja stehen noch ein paar auf der Wunschliste. Dann sollen ja noch Käfer noch kommen. Also Calcasoma Atlas zum Beispiel. Finde ich einen super interessanten Käfer. Also ist jetzt erstmal soweit kein Platz für, oder erstens ja, vor allem kein Platz, weil auch schon das Zimmer schon relativ weit ausgereizt ist. Ja, auch mal gucken. Also Kampfgrillen jetzt nicht wirklich, aber sind interessante Tiere. Weiß ich allerdings so gut wie gar nichts über sie. Warum liked den keiner? Dann mach du doch einen Anfang. Ich habe gar keine Übersicht mehr. Ja. So. Martha sind doch die Fransenschildkröten. Ganz genau. Die, die immer grinsen, immer fröhlich sind, sind auf jeden Fall super interessante Tiere. Werden auch einfach uralt. Aber auch da ist wieder so eine Sache, ne? Wenn du so klein kaufst, also ist okay und süß, ne? Bloß, die werden halt eben auch solche riesen Dinger und haben dann viele halt eben auch gar keinen Platz mehr dafür. Kampfgrillen sind sehr nice. Wie gesagt, ich weiß noch nicht zu viel darüber, weil ich wirklich einfach mich ja intensiv mit den Schaben beschäftige. Weil zuvor 7 Zuschauern kann man sich doch bei 6 Likes kaum beschweren, gut Ding wie Weil haben. Okay, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe es hier nicht offen. Ich habe es hier nicht offen, Kinaz. Weil ich bin da nicht so wie Rüdiger, der dann jetzt drauf schaut. Aber klar, Liken hilft natürlich immer, ne? So wird das Stream eher gesehen. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade. Keine Ahnung, wie man das einsieht. Ja, ich glaube, ihr haltet mich einfach mal schön auf dem Laufenden. Bin da auch sehr zuversichtlich, dass das ganz gut läuft. So. Ich bin jetzt schon ein bisschen angeschlagen, das ganze Quatschen heute. Von dir gibt's. Ach, du bist der Hater. Von dir gibt es nur die Dislikes.
Ach so. Naja, dann weiß ich ja wenigstens, woher es kommt. Ja, da weiß ich ja wenigstens, wo der Hater wohnt. Kann ich mal vorbeikommen. So. Ich like immer dein und Rüdigers Videos, bevor ich das Video ansehe. Okay, dann müsste ich ja mal anfangen, Scheiß-Content zu produzieren, ob dir der denn immer noch gefällt. Naja, aber das ist schon, ja, wie gesagt, Liken ist immer, ist halt immer wichtig für die ganze Sache. Bloß blind liken. Ne? Also wenn dieses Video auch wirklich nicht gefällt, dann like ich es auch nicht. Dislikes gebe ich eh nie, weil, ja, warum? Dann lasse ich es einfach sein. Wie findest du Phallacognathus mulleri? Schöne Hirschkäfer. Dadurch, dass sie aber halt eben die Larven in weißfaule Holzstämme und oder Kinji legen, ist es halt eben, naja. Die Sache ist, die Käferzucht ist ja an sich eine super Sache. Also ich finde die mega interessant. Leider ist die für mich viel zu langwierig. Ich bin ein super ungeduldiger Mensch. Und ich finde zum Beispiel Dynastis Hercules ein super Käfer oder Dynastis Lychee oder wie sie heißen. Aber bei, wenn du so eine Larve 2 Jahre braucht, bis sie sich zum Käfer entwickelt hat, nee, das ist mir dann nichts. Dann hole ich sie mir lieber schon als fertigen Käfer. Jemand hat auch Lungenfische verkauft, die fand ich sehr interessant. Okay, Giftraum wollte ich halt eigentlich mal reinschauen. Ja, habe ich nicht geschafft. Was gab es denn noch? Interessant, ich weiß gar nicht. Ja, die üblichen Verdächtigen. Weißbauchigel halt eben so, oh, ganz knuffig. Ja. So, wo ist Rüdiger, der jetzt eine Ansage zum Liken macht? Ja, ich mache das gerne. Also, liebe Schabenfreunde, teilen, liken, abonnieren. Ach, nee. Machen wir ein Megapiece. Boah, ich bin jetzt nicht so ein großer Transferbrot-Fan. Ne? Also, klar, manche Sachen, jetzt zum Beispiel mit der Sache, ja, komm, lass uns einfach drüber reden. Das hört er eh nie und von daher. Die Sache mit der ersten eigenen Wohnung kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil ich auch nur so eine kleine Bumswohnung habe. Ja, aber manche andere Sachen, ja, aber manches ist interessant zu sehen, manches kannst du dich auch einfach, kannst du drüber lachen, manches ist aber auch einfach extremst unnötig. Also das RTL-Format auf YouTube. Mit Like mache ich ja auch nur bei euch beiden Lieblingskanäle. Danke, danke. Likes, Dislikes für den Algorithmus im Grunde egal. Es geht schlicht um die Interaktion, das Ergebnis bleibt Suchoptimierung das gleiche. Richtig? Ist mir klar, dass du die Videos nicht disliken kannst. Ja. Man sieht es aber zum Beispiel an dem Musikvideo von Vivi. Ne? 2 Millionen Dislikes oder was das war. Und ja. Also von daher hast du vollkommen recht. Ist komplett egal. Guten Abend, Yannick. So, beste Grüße aus Berlin. Deine Likes. Achso, meine Likes. Danke, danke. Danke, danke. So, jetzt Ende. Was habe ich mir alles gegönnt? Findest du am Mittwoch um 14 Uhr in der neuen Folge Cockroach TV. Kurzer Teaser zu der ganzen Sache. Eine neue Blabirus-Art habe ich mir gegönnt. Und eine alte, bekannte Schabenart, die ich vor einem Jahr schon abgegeben hatte, weil sie mir einfach, naja, sagen wir mal, war für mich als Anfänger damals noch zu viel. Und ich versuche mich jetzt nochmal an der ganzen Sache. Braucht da eine Zebra-Zecke, Terea Olegrangini, ne, wie du es ja mitbekommen hast. Die Zebra, übrigens nochmal, die Zebra-Zecke war ja die einzigste, die mit dem Hashtag Olli zum Friseur anfing, was ja Rüdiger ins Leben gerufen hat. Naja,
War jetzt schon ein bisschen enttäuscht, dass nur eine Person war. Aber es waren echt viele Leute, die mich erkannt haben, wo es einfach ging, hey, Cockroach TV. Und ja, war ganz lustig. Bloß heute musste ich mal kein Autogramm schreiben, weil es ja in Mannheim war. Das ist immer noch so komisch. Alles klar, dann danke ich dir, Dörte, fürs Einschalten. Ich antworte dir spätestens morgen früh, je nachdem, wie ich es schaffe. Oder Mittag, je nachdem, wie lange ich schlafe. Danke dir, bis bald, ciao, ciao. Wirst du morgen bei Rüdigers Stream dabei sein? Wann streamt er denn? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt der Abend, oder? Ja, bestimmt. Also wenn er so die Uhrzeit wie sonst einhält, 18 bis 19, werde ich versuchen, da zu sein. Muss ja ein bisschen auf Wecker gehen. Sonst ist er ja nicht vollkommen. Die hatten bestimmt alle Angst. Ach so, wegen Olli zum Friseur. Naja, ich bin ja jetzt nicht furchterregend. Also, von daher. Naja, aber es war schon... Es gab auch, es ist immer lustig, ne? Es gibt zwei Typen Leute. Entweder kommen direkt auf mich zu und sagen, hey, Cockroach TV, hey, Olli. Cool, ne? Und dann gibt es immer die anderen, die halt, wo es dann immer, hey. Ne? Das ist, wo es dann noch mit einer zweiten Person so sagen, hey, die kenne ich von YouTube und schon lustig. Macht's nur, müsste sein. Ja, okay, dann. Ich versuche es. Ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche da zu sein. Ja. Sorry, einfach das ganze Gequatsche ist. Stimme ein wenig, außerdem bin ich ein bisschen erkältet. Also. Ja. Erzählt mal, E3-Plan, war die Microsoft-Konferenz schon? Thema Nintendo, sind die schon durch? Das würde mich noch interessieren. Könnt ihr ja mal in den Chat schreiben. Naja, dann stimmt, dass du gerne kleine Kinder erschreckst. Da hat Rüdiger also doch recht. Nein, ich erschrecke keine kleinen Kinder. Ich fresse sie auf. Na, irgendwie muss ja auch die Masse enden. Ne? schickst du einen Pappaufsteller von dir zur Börse nach Augsburg, damit ich ein Bild von dir machen kann. Wann ist denn Augsburg? Ist die jetzt bald oder ist die erst nach dem Sommerloch? Soll ja die größte in Bayern sein, die Augsburger Börse. Mal schauen. Je nachdem, es muss ja auch mit Pascal klappen, dass der Zeit hat, dass der Lust auf die Börse hat, ne? Weil wir das ja alles immer zusammen machen. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, da doch nochmal vorbeizukommen. Ich glaube, der Battlefront-Part fängt jetzt an. Nee, so ein bisschen ruhiger. Alles klar. Der Rüdiger ist auch noch am Stinger. Ja, ja. Ein Mann in dem Alter, ja, da hat er nicht keine Freude mehr. Ja, jetzt versucht er sich da. Wenn er das dann hört, ey, der guckt sich das bestimmt nochmal an. Kriegt dann heute Abend oder so noch eine Privatnachricht. Wo mich auch voll pflaumt, was ich von Scheiß mit Stream erzähle. Wie findest du Tekken 7? Lohnt es sich? Das ist die Sache. Ich bin totaler Tekken-Fanboy seit 20 Jahren. Also der Story-Mode, sag mal so, wenn man den jetzt nicht auf super easy spielt, also es gibt am Anfang drei Schwierigkeitsgrade. Noobisch, sag mal es wirklich so, normal und schwer. Bei dem sehr einfachen Schwierigkeitsgrad dann hältst du einfach quasi eine Schultertaste gedrückt und dann switcht das quasi um zu einer Eingabehilfe, sodass du einfach nur noch mit einem Knopfdruck diverse Kombos machst. Ja, aber ist für mich da eh nichts. Ich habe es auf Mitte durchgespielt, habe da 2,5 Stunden gebraucht, obwohl der letzte Bosskampf ein bisschen knackiger war. Danach gibt es nochmal eine Special Stage und an der hing ich 2,5 Stunden. Für diesen einen Gegner. Also es ist schon. Ich spiele jetzt nicht schlecht, ne, in Tekken. Jetzt nicht im ich bin jetzt nicht auf E-Sports-Niveau. Aber schlecht bin ich auch nicht. Und
auf Mittelbart echt schon knackig. B3 euch nur EA, okay. 24.06. In Augsburg. Ja, pff, echt. Wartet. Schreibe ich mir auf. Ah, 24.06. So, dann schlage ich das nämlich Pascal vor. Und nochmal schauen, je nachdem, ob es klappt. Microsoft Sonntag, Bethesda, Ubisoft Montag, Sony, Nintendo Dienstag. Ach, dann haben wir ja auch Zeit. Nintendo 18 schon? Okay. Ich glaube, ich hole mir aus, das ist Friday, 13. Finde ich Dead by Daylight, aber abwechslungsreicher. Einfach dadurch, dass man Jason auch töten kann. Ist eigentlich wie TTT, also Tekken Tag Tournament. Nein, ist es nicht wie Tekken Tag Tournament. Denn es gibt eine grundlegende Mechanik, die in Tekken Tag Tournament 2 zum Beispiel vorhanden war, diesen Bounce. Wenn der Gegner zum Beispiel mit einem Air-Juckle-Combo angegriffen hat, dass man den nochmal nach unten schlagen konnte und dass er nochmal hoch springt, dass man nochmal Combo machen konnte oder Combo abschließen konnte. Das gibt es nicht mehr. Das ändert schon die Spielmechanik ziemlich. Außerdem ist es nicht mehr ganz so schnell wie Tekken Tag Tournament 2, Tekken 7 also. Und es ist schon ein bisschen anders. Es braucht ein bisschen Zeit, um sich auch wieder reinzufuchsen an die Geschwindigkeit. Das weiß ich nicht mehr. Na, okay. Bitte, 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 bitte. So. Eieiei. Freunde, was ist los? Immer noch 5 Abonnenten bis zum Abonnentengewinnspiel. Freitag der 13. ist wie Trouble Terrorist Down. Nein. Nein, warum sollte es das gleiche sein? Das eine ist ein Ego-Shooter, das andere als halt eben auf. Ne? Das andere ist halt eben einfach ein Slasher-Game. Na klar, ist, also ich sehe da jetzt nicht wirklich eine Differenz, also eine gleiche Sache an zwischen den beiden Sachen. Wie gesagt, ich sehe das eher als Konkurrenz zu Dead by Daylight. Tekken Tag Tournament war geil. Der erste Teil 1999, ja. Also der zweite Teil war auch nicht schlecht, ne? Aber 1999 Tekken Tag war echt schon Meilenstein. Ja. Die Pfefferschalen machen Lärm, ey. Wahnsinn. Ja, heute nochmal auf der Börse ein bisschen Werbung gemacht für den Kanal, dass man doch nochmal abonnieren sollte, denn nur, wie gesagt, nur 5 Abonnenten und dann gibt es das große, ja das große, aber das Abonnentengewinnspiel, obwohl ich ja schon bei 250 Abonnenten schon die Roomtour gemacht habe, aber ich habe mich, ja doch, habe dann überlegt, doch machen wir doch nochmal ein Gewinnspiel bei den 300. Bin minimal pissed, dass das ARK-Update auf PS4 so auf Montag verlegt wurde. Boah, geile Zeit zum Zocken, ey. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Richtig, richtig. Es gibt nur Gewinner. Es gibt nur Gewinner in der ganzen Sache. Oh. Ja. Da ist er wieder, die Ente. War es wenigstens gut? Sind deine Erwartungen erfüllt worden?
Ich hole mir ein paar Alligator-Schildkröten und lasse sie meinen frei. Naja. Gut, lasse ich jetzt mal soweit unbeantwortet. Ben in Front 2 sieht bisher sehr interessant aus. Okay. Wird es wieder nur so ein reines Online-Ding? Weil die allerersten Battlefronts sind ja auch schon Asbach Wild. Ja, da hatten wir wenigstens, die hatten wenigstens noch eine Story-Kampagne. Ich würde doch ganz Alligatoren ist lustiger. Ja. Hallöchen. Na was nun, Justin? Was willst du nun aussetzen? Regenwurm, Alligator. So. Kannst du dir mal die Germanica, nee, sorry, die Blatta Germanica bei dir zu Hause aussetzen? Dann hast du dann auch für den Rest deines Lebens Spaß. Das ist scheiße, ja. So. Das erste Battlefront fand ich ziemlich langweilig. Okay, ich bin so, also seitdem ich wirklich mit den Schafen angefangen habe, bin ich so aus der Gaming-Geschichte raus. Eigentlich ist es einfach nur casual. Ich halte mich ein bisschen wegen meiner Freundin noch auf dem Laufenden, weil sie halt eben wirklich so ein Nerd ist, dahingehend. Aber ansonsten. Ich bin froh, dass Schweiz und Tekken erschienen ist. Dead by Daylight habe ich auch nur zufällig erfahren. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt noch Spiele hole. Ob es überhaupt noch was Interessantes kommt. Mal gucken. Verkaufst du deine Schaben auf Börsen in 10 Nachpacks oder auch in anderen Mengen? Kommt nur mal drauf auf die Tiere an. Oblongonata zum Beispiel verkaufe ich generell in 10 Nachpacks. Außer wenn ich sehr, sehr große Pärchen habe, dann werden die halt eben paarweise verkauft, die ganz, ganz großen. Solche Sachen wie Eldipturina Chopardi, wie die Zwergfrauschabe auch in 10 Nachpackung. Aber nehmen wir mal die Paranophoeta formosana. Die so aussieht wie eine Raubwanze, die verkaufe ich nur pärchenweise. Bearbeitest du deinen Bodengrund eigentlich mit Hitze, bevor die Tiere dran können? Ja, ich lasse es schon einen halben Tag vorher einlaufen, also das, die Box. Aber generell dadurch, dass ich hier im Zuchtraum eh konstant 24 Grad habe, wir sind da nur noch bestimmte Tiere, die wirklich höhere Temperaturen erfordern, bei mir beheizt. Aber jetzt im allgemeinen Fall, ja, machst du so einen halben Tag. Ne? Du musst jetzt kein 20 cm Bodengrund reinmachen bei den Fragezeichenschaben. 5 tun es auch voll und ganz. Und dann einfach ein bisschen aufwärmen. Und das reicht dann schon. Na, bloß nicht 24 Stunden heizen, denn das wird dann auch zu viel für die Tierchen. Wie viele Teile von Tekken gab es auf der PS2? Tekken Tag Tournament 1, Tekken 4, Tekken 5, ja, die drei. Von 99 bis 2005 oder 2006.
Red Dead 2, würde das nicht erscheinen, würde ich dieses Jahr wohl auch kein Spiel anrühren. Kostet schlicht zu viel Zeit. Ja. Du bist ja eh so ein großer Red Dead Redemption-Fan. Ja, ist, wie gesagt, es ist gleich wie bei den Tekken. Ja. Manche Sachen, die müssen sein. Und dann halt eben auch als Collectors Edition. Street Fighter oder Tekken? Nee, das ist eine Frage. Tekken. Tekken, ganz klar. Es gibt viele, die würden vielleicht auch Street Fighter sagen. Für mich gibt es nur ein wahres Beat'em-up, das ist Tekken. Bezüglich Tekken, ich würde echt ganz gerne mal den Chief Producer von der Tekken-Serie, der schon seit über 20 Jahren dran arbeitet, Katsuhiro Harada, würde ich echt ganz gerne mal treffen, denn ich habe immer noch mein allererstes Tekken-Spiel, also Tekken 1, was ich 97, zu Weihnachten 97, nee, Weihnachten 96 bekommen habe und würde mir das echt gerne mal signieren lassen. Das wäre geil. Lache mich jetzt nicht aus, aber ich finde die Plants vs. Zombies Garden Warfare brillant. Nie gezockt. Nie gezockt. Was heißt Rocket League? Interessant. Bisschen abgekupfert von dem Tifa Total Autoball-Dinger. Aber nee, es gab. Warte, jetzt lass mich lügen. Es gab ganz besonders, es hat noch vor diesen Tifa Total Autoball-Geschichten. Gab es ein Spiel für Nintendo 64, Monster Truck Madness. Da konntest du ja auch schon Autoball spielen mit Monster Trucks. Ja, Rocket League, aber auch das habe ich nie gezockt. Blaze Blue, ja. Ja, 2D-Prügler halt. Blaze Blue ist cool, aber ich bin da, also trotz längerem Zocken mal, bin ich da nicht wirklich reingekommen. Dann doch lieber eher Mortal Kombat. Oder Guilty Gear. King of Fighters ist aber auch geil. Tekken Tag Tournament oder Tekken? Tekken Tag Tournament 1 oder Tekken Tag Tournament 2? Ja, egal. Weil es macht da. Obwohl. Oh, das ist schwierig. Wenn es Tekken Tag Tournament 2, lassen wir jetzt mal vor. Ne? Nehmen wir mal Tekken Tag Tournament 1. Dann würde ich wahrscheinlich das noch vorziehen, aber das hat einfach nostalgische Gründe einfach. Ja. Weil ich da durch Tekken Tag Tournament 1 habe ich zum Beispiel meinen besten Freund kennengelernt. Und ich glaube, das ist dann so ausschlaggebend. Obwohl, wie gesagt, für mich als riesen Tekken-Fan, der schon auch wirklich von Beginn an mit Kazuya spielt, ist es natürlich unglaublich interessant, diese komplette Storyline über die Mishima-Fehde. Daher. Also für mich hat Tekken 7 den Fanservice vollkommen erfüllt. Jetzt müssen sie nur noch soweit den Online-Modus hinbekommen. Und dann läuft's. So, ich habe Tekken den Holztypen gespielt. Nee, Jinpachi war der Opa. Also war der ganz alte, der Vater von Heihachi. Der Holz, ja, der Baum war Mokujin, der einfach nur die anderen Kämpfer imitiert. Insekten mit Tekken Tag 2. Okay, dann ganz klar Tekken 7. Hast du Horizon Zero Dawn gespielt? Wie gesagt, was habe ich denn dieses Jahr gezockt? Tekken, ab und zu mal ein bisschen FIFA, WWE 2K17. Das war's. Also, ja. Zock halt eben, wenn ich Zeit habe und dann halt eben auch Lust, wenn ich halt mal kein Wrestling schaue oder halt eben irgendwelchen sinnlosen Kram auf YouTube. Wie gesagt, ansonsten so diese ganzen AAA-Sachen schaue ich entweder bei meiner Frau zu oder ab und zu mal Let's Play. Da ist halt einfach. Also selber zocken ist halt nicht mehr so viel. Horizon hat mich unentwegt an Enslaved erinnert. Ja, Enslaved sagt mir auch irgendwas. Hast du Ahnung von der Haltung von Sophobas? Ne.
Ich kann dir sagen, wie man Mehlwürmer zubereitet. Das ist lecker. Alter, du zuvor warst, nee. Bob ist der Beste. Bob ist einfach, naja, gut. Bob ist ein typischer Anfängercharakter, ja. Welchen Fußballverein magst du am liebsten? Mein Heimatverein, Rot-Weiß Erfurt. Obwohl ich ehrlich gestehen muss, dass Atletico Madrid mich damals vor vielen Jahren wieder zu Fußball geführt hat. Aber ja, ne, lange habe ich dann Primera Division geguckt, dann halt eben wieder ab und zu mal ins Stadion hier in Erfurt und seitdem wieder die alte Liebe zum RWE entdeckt. Ich gucke mir WWE-Zeug immer noch auf YouTube an. Ja, aber ich sag mal so, Network ist ja jetzt nicht so teuer. Ne? Also 9,99. Und ja, finde es halt eben alles in HD, was halt eben auf YouTube teilweise einen total bescheuerten Bildausschnitt hast. Ja, aber zum Beispiel solche Sachen wie Raw oder Raw Highlights schaue ich auch auf YouTube. Weil einfach auf dem Network, das erst 3 Wochen später kommt, und ich halt eben auch kein Kabelfernsehen habe, um dann halt eben wirklich, man ist jetzt Mittwoch und Donnerstag, Raw und SmackDown zu schauen. Von daher schaue ich mir auch die Highlights auf YouTube an. Von den aktuellen Wochen. Gleich wieder da, alles klar. Lucha Underground oder Raw? Jetzt hättest du mich das vor 3 Wochen gefragt, hätte ich Lucha Underground gesagt. Jetzt Raw, aber nur aus dem einen Grund, weil ich ein riesen Goldust-Fan bin und ich es einfach unglaublich feier, dass wohl jetzt der alte Goldust, ne, dieser androgyne Typ, zurückkehren soll. Bis auch, ich finde auch, jetzt ist der Bogen schon wieder so weit überspannt, wenn am Montag jetzt nicht langsam der offizielle In-Ring-Comeback von Goldust passiert. Statt nur diese Einspieler mit R-Truth, dann ist der Bogen echt überspannt. Also sollte schon langsam passieren. Ich habe ja wirklich bei Extreme Rules auf das Match Goldust gegen R-Truth gehofft, weil die Großveranstaltung war ja recht kurz gewesen, vor allem auch das Match Alexa Bliss gegen Bayley ging nur 5 Minuten. Da hätte man ruhig nochmal ein 10-15-Minuten-Match zwischen R-Truth und Goldust reinstopfen können. Ich liebe Kane über alles. Ja, ist auch schon asper uralt. Der ist ja, der kandidiert ja jetzt als Bürgermeister irgendwo in den USA. Also so schnell wird er nicht mehr in den Ring zurückkommen. So, ich muss jetzt leider schon weg. Viel Spaß noch. Alles klar, Zebra Zecke, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was ist das Beste von KFC? Der Fastfood-Kette. Habe heute überrascht festgestellt, dass Adult Swim in Deutschland gar nicht mehr gestartet hat. Message Share Robot Chicken, sehr zu empfehlen, kostbarlich verrückt, aber auch ein wenig trashig reinschauen. Warte, die Nachricht kopieren. Zum Beispiel so irgendwo. Schnell mal abspeichern. Im Alter vergisst man ja schnelle Sachen. So, einfügen. Alles klar. Schau mal rein. Was ich jetzt vor kurzem entdeckt habe, total Blödsinn, aber halt eben trifft total mein Geschmack. Durchfallmann. Gibt es leider nur 3 Folgen, aber ist unglaublich lustig. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Habe leider kein PC, deswegen hat halt YouTube als Option. Es gibt auch zigtausend Apps vom WWE Network. Smartphone, wenn du ein Smart TV hast, über Konsole, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, also da gibt es so viele Möglichkeiten, das Network zu schauen. Wie gesagt, hat eine riesengroße Bibliothek an Wrestling. Ne? Also von den frühen Anfängen, ne? Als Hulk Hogan zum Beispiel. Interessant. Raw oder Underground? Einfache Antwort, New Japan Pro Wrestling, okay.
Ja, aber wie gesagt, ich hoffe mal, dass sie das mit dem Golders-Ding jetzt wirklich nicht verkacken. Habe ja da auch so eine kleine Theorie, dass halt eben die ganze Sache mit Golders jetzt nochmal so gemacht wird, um einfach diesen alten Golders, ne, von 95 oder ne, Anfang, Mitte 90er, nochmal machen, um. Psst, oh, jetzt! Sehr schlimm. Den alten Golders nochmal ein bisschen aufleben lassen, damit die jüngere Generation, die halt eben den Golders nicht kennt, ihn nochmal miterleben kann, wie er eigentlich war zu seiner Hochzeit. Und dann wird er wahrscheinlich, ich schätze mal, WrestleMania rum aufhören. Ist ja auch schon 47 und dann vielleicht Hall of Fame. Sodass man quasi noch der letzte Run von Golders hat. Ich habe mich über den Golders Heel Turn sehr gefreut. Ja, ich mich auch. Ich hatte nie wirklich was gegen das Team Golden Truth. Ich fand es aber einfach irrelevant. Man hat versucht, ein bisschen, glaube ich, dass den alten Charme noch aus dem Tag Team zwischen Booker T und Goldust von damals aufleben zu lassen. Und dann aber diese dämlichen Segmente mit dem Pokémon Go Kram und naja. So wie es jetzt gut läuft, ist es schon nicht schlecht. Sie dürfen es bloß nicht verkacken. Ja, Kentucky Fried Chicken. Ja, es ist definitiv. Es ist genauso ein Müll wie McDonald's oder Burger King, muss man so sagen. Es schmeckt aber besser. Na, also jetzt zum Beispiel der Boss ist schon lecker, ja. Aber es ist genauso ein Müll wie Mc's. Ja, lieber frisch selbst kochen. Ja. Aber es ist halt eben heute, ne, genauso wie jetzt heute so ein Tag, man fährt früh um 3 los. Ja, dann trinkt man irgendeinen Kaffee an der Raststätte oder so, dann fährt man weiter. Ja, und dann das bisschen, was man dabei hat an Essen, schiebt man sich rein und dann nach der Börse, was hat man denn an der Autobahn? Ne? Man hat KFC, man hat Burger King, man hat McDonald's oder mal Nordsee. Und Nordsee ist jetzt auch nicht die Alternative. Na, es ist jetzt auch nur zusammengepresster Matsch mit ein bisschen Fischgeschmack. Ich finde Mr. Pickles sehr interessant. Mr. Pickles? Ist das auch so? YouTube-Animation? Pickles in Geistlos ist bereits so geistlos, dass ich nicht mehr folgen kann. Okay. Schade, dass die White Family so auseinandergezogen wurde. Ja, ich finde auch Eric Rowan wirkt jetzt ziemlich verloren. Luke Harper kann ja wirklich noch mit seinen wrestlerischen Skills überzeugen. Ja, aber Eric Rowan müssen sie echt eine gute Storyline packen, damit der auch wirklich nicht in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Bray Wyatt wird sicherlich seinen Weg gehen. Also, ne, kommt natürlich immer drauf an, was die Booker machen, was die Storywriter machen. Aber da sehe ich für Bray Wyatt eher eine rosigere Zukunft als Eric Rowan. Ja, also, es gibt Leute, ne, es war ein Riesenhype, ne, 2 Wochen lang, dann, ja. Also ich habe es auch nicht gezockt. Einfach dadurch, dass ein Vierteljahr später oder so Pokémon Sonne und Mond rauskam und ich mir dann eher die Pokémon Sonne und Mond gegönnt habe. Weil, ja, also es ist ein richtiges Pokémon-Spiel und nicht einfach. Ja. Welche Schabe findest du neben V-Schaben besonders interessant? Außer Rhinos sind mir zu teuer. Es ist immer so eine Sache. Ich würde ja sagen, zum Beispiel eure Kot ist Opaka. Wenn es nicht wirklich solche schnellen Krepel wären. Aber einfach dadurch ist es interessant, dass, wenn man sie ein bisschen ärgert, dass sie einfach übelst nach Marzipan stinken. Und ich gelernter Fachverkäufer für Backwaren bin. Und halt eben in der Produktion auch immer dabei war. Aber was denn noch? Mal gucken, also das ist halt eben. Ich selbst bin halt ein großer Fan von großen Schaben. Laverus Giganteus zum Beispiel noch. Aber
Ja, besonders interessant. Was gibt es denn da noch? Verdammt. Ja, also die Fauchschaden sind halt im Allgemeinen. Sozialverhalten ist interessant. Ja, musste, glaube ich, für dich sehr. Ich persönlich halt eben, ja, Rhinos, klar. Aber auch diverse Fauchschaden sind durch diese soziale Struktur, die sie haben, ziemlich interessant und echt gut zu beobachten. Und Blavirus giganteus natürlich. Ja. Kannst du Sonne und Mond weiterempfehlen? Habe meine Alpha so viel mit allen meinen Richtungen verloren. Definitiv. Sonne und Mond ist in meinen Augen das beste Pokémon-Spiel. Ne? Ja. Mal einfach auch von technischen Aspekt. Wie gesagt, Nostalgie ist halt immer so eine Sache. Ne? Also das wollte ich sagen, ganz klar. Die erste Pokémon-Generation. Aber die ist so voller Bugs und Glitches und da ist Pokémon Sonne definitiv echt das beste Pokémon-Spiel der Zeit. Aber, oder, wenn du so lange warten kannst, warte auf Ultra Sonne und Ultra Mond, was ja Ende des Jahres rauskommt. Magst du eigentlich Skorpione vielleicht in der Zukunft bei dir zu Hause? Ah, also, ja, Skorpione, ja, also, ich mag, es gibt kein Tier, was ich glaube ich nicht mag, aber Gifttiere oder alles irgendwas, was mit Gift zu tun hat, kommt bei mir nicht ins Haus. Einfach dadurch, dass ich zwei kleine Kinder habe, die ab und zu mal zu Besuch da sind. Zum Beispiel auch meine kleinste Tochter, die hat Donnerstag war sie da und hatten wir Tiere gefüttert. Und wenn der wirklich mal so viel abhaut, ich glaube, ich könnte das niemals mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn da irgendwas passieren sollte. Ist Competitive Balance. Boah. Ist eine gute Frage. An sich schon. Was halt eben wirklich genervt werden müsste. Also Eddie wurde zum Beispiel genervt. Aber auch, das habe ich Harada aber auch schon auf Twitter geschrieben, der Phoenix Smasher von Paul, der muss unbedingt genervt werden. Der macht viel zu viel Damage. Als Nicht-Konter, also wenn er nicht mal als Konter trifft, zieht er schon fast ein Viertel der Herzbar ab. Also, das ist viel zu viel. Und dadurch, dass man den einfach so easy spammen kann mit Paul, wo du nicht mal mit einem Sidestep ausweichen kannst, ne? Du wirst zurückgestoßen, selbst wenn du einen Phoenix Smasher blockst, sodass er gleich wieder einen Phoenix Smasher starten kann. Es ist Pain in the Ass. Viel zu viele OP-Mons. Okay. Ich habe Charbel gefeiert, weil es auch so Schaden-Pokémon war. Aber dahingehend, Zock ist nicht competitive Pokémon. Daher kann ich nicht sagen, ob es viel zu viel Overpower-Kram gibt. Ich fand halt eben die Schwierigkeitsgrade jetzt nicht verkehrt. War echt nicht so einfach wie X und Y. Gigantrios, Megatrios, ja. Definitiv. Magst du WoW? Habe ich nie gezockt. Ich habe Warcraft 2 gezockt. auf der PlayStation 1 und Sega Saturn damals. Aber World of Warcraft. Wenn mal eine Echtzeitstrategie kommt, als mit dem Warcraft-Thema wieder, dann würde ich es mir holen. Sofern es schon Rechnerschaft gibt. So, da war ein Mega-Set schon schlimm, aber es
Ja, ja, die Tiers bei Pokémon. Wie gesagt, ich zock's halt eben, so wie ich lustig bin. Da ist Competitive Gaming ist bei mir schon lange nicht mehr. Einfach schon. Ich wollte anfangen damit mit Tekken Competitive zocken. Hab dann auch angefangen, mit Profis zu trainieren und es ging einfach nicht mehr zu vereinbaren mit Job, Familie und dann nebenbei noch Tekken trainieren. Es war dann einfach zu viel. Deswegen bin ich da so aus dem Competitive-Kram komplett raus. Ich finde es dann immer geil, wenn ich dann von Leuten geflamed werde, die ich mal besiege, obwohl die dann wirklich die ganzen Frame-Daten kennen in Tekken. Ja, und ja, und ich würde halt mit Fleißen spielen und bla bla. Das ist ganz lustig. Ja, dass ich halt einfach als Casual trotzdem noch ab und zu mal jemanden legen kann, der die Frames halt eben kennt. So, Olli, meinst du, Smart-Schaben sind an sich schwer zu züchten? Kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Ich habe ja damals 10 Tiere bekommen. Nee, 12 waren es in der Kiste. Davon sind jetzt 11 übrig. Ein adultes Männchen ist relativ schnell gestorben. Ich weiß nicht warum. Den Rest, die wachsen. Aber so lange habe ich die jetzt auch noch nicht. Ne? Also Nachzuchten sind bis jetzt noch keine. Pascal hat auch noch Smaragdschaben, bei dem sind jetzt auch keine Nachzuchten. Aus eigener Erfahrung her kann ich da jetzt noch nichts berichten. Ach, der Rüdiger! Ist ja Wahnsinn. Na, der Herr, haben Sie sich aus Ihrem Bett bequemt? Ja, wie oft haben Sie denn dabei geknackt? So, jetzt reicht es aber. Habe keinen Sinn zwischen. Ach so, Pokémon, ja. Rüdiger. Das waren die Smaragdschaben. Das letzte, was ansatzweise fordern, war aber Platin. Bei Sonne kann ich es ja noch nicht einschätzen. Okay, Schwarz-Weiß 2 hattest du sogar nochmal nach dem Durchzocken den schwierigeren Modus. So, habe auf Gen 4 Remix gehofft. Naja, gib dir noch ein bisschen Zeit. Also Game Freak wird da sicherlich noch ein bisschen was machen. Also in 2 Jahren wird sicherlich eine Platin, Pearl, Diamond Remakes geben. Genau. Rüdiger und ich gleichzeitig Livestream und dann nebenbei noch zusammen im Google Hangout Blödsinn machen. Ich bin ein extremer Yotu-Fanboy. Von mir aus kann jedes Jahr ein neues Gold und Silber rauskommen. Gen 4 Remake wäre aber auch super. Heute nicht, heute läuft der Fußball. Ja, Deutschland gegen San Marino. Sachen. Ja, da kannst du froh sein, wenn es für San Marino noch einstellig verlieren. Gaming und wirbellose Bächte, auf jeden Fall. Er klingt wie ein knattriger Astronaut. Ja. Rüdiger, schön, dass du da bist. Späte Zeit nochmal online gekommen bist, nur um mich zu sehen. Okay, jetzt reicht es aber wirklich. Sehr schlimm. San Marino wird Deutschland zerstören. Ja. Mal gucken, wie hoch es ausgeht. Kackmücke.
Werbung, Werbung, Werbung. Achso, habe ich das nicht zugehalten? Oh mein Gott. Naja, es ist aber kein Product Placement. Es ist kein Product Placement. Meine Frau ist nicht da, der Kaffeespammer. Nee, der Kaffeespammer. nee, der Kaffeespammer, meine Frau. Naja, die ist weg. So, bin raus für heute. Danke für den Stream. Gerne. Danke fürs Einschalten, dass du nochmal den alten, kaputten Mann nach der Börse nochmal zugeschaut hast. Ja. Durchfallmann, hast du gesagt, Olli? Ja, Durchfallmann. Durchfallmann. Der ist echt lustig. Betrifft halt eben total meinen Humor. Das Bier in Hammer ist really kostet wie im Club. Weiß ich nicht. Ich habe immer so, wenn du auf einer Börse bist und die Aussteller, ne, das hatte man heute Abend halt eben auch schon gesehen, die Aussteller Clubhulle da sitzen, ja, frühst du. Dann hat die Börse angefangen und die fangen schon an zu saufen, ja. Dann weißt du genau, okay, alles klar, das wird gar nicht mehr so ernst genommen. Das ist wie ein Erfurt. Ne, oder halt eben auf diversen Dorfbörsen, ja, dann hängt die schon teilweise vor Öffnung mit den Bierflaschen da. Ja, ich finde es total bescheuert, weil erstens, man spricht mit den Kunden, ja, man sollte nicht wirklich direkt eine Bierfahne haben, ja, wie so ein Spritti. Würde ich als Kunde selber total scheiße finden. Zweitens, die Leute müssen dann später im Auto fahren, ne, vor allem bei der Wärme draußen knallt es ja an der Birne, das Bier. Also, ihr werdet mich niemals auf der Börse mit Bier sehen. So, was geht denn hier noch ein bisschen? Hast du was über Hamm erzählt? Dann schaue ich mir den Stream nachher nochmal ganz an. Ja, ich habe ein bisschen was über Hamm erzählt. Oh, kein Trip-Tank, das wäre so, also okay. Wir könnten dein komplettes Kanaldesign mal dieses Jahr einmal überarbeiten, aufhübschen, neues Intro, Outro schustern, bevor meine bessere Hälfte Studium beendet, danach werden wir umziehen. Da wollte ich dich eh nochmal drauf ansprechen, denn die Visitenkarten gehen auch langsam zu Neige, dass wir die mal ein bisschen überarbeiten, sprich einmal die URL vom YouTube-Kanal nochmal mit drauf machen. Wir sind ja fast unter uns, kann man ja quasi so quatschen. Die URL vom YouTube-Kanal drauf machen, die fehlt zum Beispiel. Und dann mal schauen. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, ich antworte dir in den nächsten 12 Stunden, hoffentlich. Da wollte ich eh nochmal auf dich zukommen. Der Hammer, was die im Gang rumgelaufen sind mit Dosen oder vor 3 Monaten der Kork vertickt hat, Hauptsache kalte Kanne. Ja, es ist Wahnsinn, ne? Also, wie gesagt, du bist da, um Geschäfte zu machen, ne? Einige sind halt eben auch gewerblich da. Und da kann ich mich nicht mit Bier volllöten, ja. Auch wenn es wirklich erfrischend sein mag, kann aber ein kaltes Wasser genauso sein, ja. Oder ein Tee. Da lasse ich mich nicht mit Bier volllaufen, ja, wenn ich dann wirklich auch mit Kunden interagiere. Geht nicht. Geht in meinen Augen gar nicht. Genau, genau. Müssen eh mal, also ist schon ein bisschen lange her, dass wir uns mal so mal wieder, also, abseits des Internets mal sehen. Schon ein bisschen lange her. Das aber auf dem Bier, in dem Biergarten oder so. Wie lange streame ich eigentlich schon? Habe ich angefangen? Vor einer Stunde, oder? Das geht ja noch. Eine Stunde Stream.
Eine Stunde Stream ist okay. Ups. Ah, ja, und. Wie findest du meine Unken, Olli? Hast du ein neues Video gemacht? Oder habe ich irgendwas verpasst oder vergessen? Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Bei Luft in 15 Minuten hätten wir auch heute ein Bier zwitschern können. Aber der Herr muss ja streamen. Irgendwann, gell? Irgendwann stehe ich einfach spontan bei dir vor der Tür. Und dann sage ich, hallo! Weh, du machst dich auf. Dann willst du nämlich rum, dass ich dich nicht an der Arbeit störe. So, 10.000 habe ich noch, Handy. Entschuldigt bitte. So. So. Wie oft kam denn heute Olli zum Friseur? Einmal, Rüdiger. Einmal. Das von Zebrazecke. Ja, waren aber echt viele da, die mich erkannt haben. War schon ganz lustig. Schade fand ich zum Beispiel, falls du das gerade sehen solltest, oder in der Aufzeichnung sehen solltest, war ein junger Mann, fing an, hey, Cockroach TV und so, gell. Und in dem Moment war ich gerade mitten im Verkaufsgespräch, sagte, warte einen Moment, gell, ich hätte ja gerne noch eine Runde gequatscht, hab den schnell noch die Tiere verkauft, dann wollte er noch wissen, wie Tiere gehalten werden, das noch auf Englisch, ne, ist ein bisschen schwieriger dann zu erklären, und dann war er leider weg. Schade, aber es hat mich gefreut. Und dann war halt eben noch mal einer da, hat sich Tiere, nee, sein Kumpel hat Tiere bei mir geholt, weil jetzt was angefangen hat und hat dann noch zugegeben, ja, er kennt mich nicht. Und na, aber sein Kumpel wäre halt eben Fan oder schon recht lange Abonnent. Fan ist immer so ein komischer Ausdruck. Er hat sich dann das gar nicht getraut zu fragen, ob er ein Foto mit mir machen kann. War ganz lustig. Dominik, hallihallo, hallöchen. Wie war Hamm? Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Du hast sogar kommentiert, du hast. Ach, okay, alles klar. Schöne Tierchen, aber persönlich mag ich echt lieber so solche fetten Dinger, diese afrikanischen Ochsenfrösche. Die sind auch was für mich. Also irgendwann mal, wenn ich wirklich so viel Platz habe, dann will ich auch so fetten Ochsenfrösche. Der sitzt zwar nur rum und macht nichts, außer fressen und scheißen, ja, aber sieht einfach geil aus. Zu fame für seine Zuschauer. Jetzt hör auf, ey. Ich nehme mir wirklich, frag zum Beispiel Zittichwirbellose. Wenn wir uns auf Börse sehen, nehme ich mir echt wirklich immer so viel Zeit, wie es eigentlich geht für meine Zuschauer. Schabenhaltung in Englisch. You put them in the box, done. Seems legit. Bullfrogs Beste. Ja, die sind echt geil. Ja, ich weiß gar nicht, wie groß werden die Schmuckhornfrösche. Aber diese Fetten, ich habe mal im Exotarium in Oberhof, wo ich auch mal das Video gemacht habe, habe ich ja mal einen gesehen. Ne? Und vor der Kamera war ein bisschen scheu, aber dann hat er sich mal ein bisschen rausgetraut. Ey, das ist so ein Vieh. Ey, Wahnsinn. Das ist genauso mit den Aratina Aratina oder Aratina Immaculata, diese riesigen Aratschnecken, aber auch solche fetten Krawanzmänner. Das ist einfach cool. Ich habe deine ehemalige Deutschlehrerin zitiert. Mit was? Ich finde die Lilanfrösche saugeil, die mit den spitzen Nasen. Keine Ahnung. Gehen wir nochmal auf. Sieht sich überhaupt bloß einen Kommentar ein, lieber Han. Kurze Zusammenfassung. Erfolgreich. Und ich habe viel Geld ausgegeben.
Ausbeutevideo gibt es am Mittwoch 14 Uhr, also zur normalen Sendezeit. Da muss man ja aufpassen heutzutage, wie man das wieder betitelt. Auch für dich nochmal den Teaser, den ich heute schon im Stream rausgehauen habe. Ich habe mir eine neue Blabeus-Art geholt und eine Art, die ich schon mal vor einem Jahr hatte. Ich sie wieder abgegeben hatte, die ich mir aber jetzt auf jeden Fall nochmal antun will. Mal schauen, ob die Viecher mich wieder zur Weißglut bringen. Alter, das ist ein Lärm. Ich finde die Lilanfrüche auch geil. Ich weiß nicht, ob das haben wir schon. Einiges kleiner als Bullfrogs, aber auch riesige Ladestand. Okay. Lateinischen Namen reinschreiben und ich google es dann mal. Die machen nichts außer fressen kacken. Achso. Ja. Eat, shit, repeat. Ah ne, sleep auch noch. Bestleben, ja. Naja. Schön Bullfrog, ja. Hast du noch was zu verkaufen? Ein bisschen habe ich schon was übrig. Das machen wir aber, das klären wir dann nochmal so per WhatsApp. Ich muss noch mal schauen, was mal laufe nächste Woche. Eine komplette Bestandsaufnahme. Zum Beispiel auch Blabeus Granifer Blackwing. Da muss ich mal in die Kiste gucken, was da geht. Aktuelle Liste hast du ja so einigermaßen. Ich muss auf der Homepage die Abgabeliste mal bearbeiten, weil da immer noch die Rhinos als verfügbar dastehen. Naja, ein bisschen Arbeit steht mir da noch bevor. Hallo, kommst du zur Terroristikmesse Frankfurt? Meinst du die Insektenbörse? Direkt diese Insektenbörse? Ansonsten die Rolinski-Börse in Frankfurt? Naja, ich weiter weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber dadurch, dass die Rolinski-Börsen mit der Zeit ein bisschen abgebaut haben. Und die Erfurter Börse ich einfach mitnehme, weil es aus in der Heimatstadt ist. Wenn ich aus der Schule rauskomme, kaufe ich mir am letzten Tag einen Skolopender und lasse ihn dann frei. Du bist ja wirklich darauf bestrebt, bald ins Gefängnis zu kommen. Ja, aber der Justin, ja, der Insektenblock hat ja immer nur irgendwelchen Blödsinn mit den Tieren vor. Sitzt mein Tätowierer eigentlich in Erfurt? Ja. Gottis Living Colors in der Grubenstraße Erfurt. So, jetzt habe ich für ihn Werbung gemacht. Jetzt kriege ich hoffentlich das letzte Tattoo umsonst. Heute sind ganz viele Schaben geboren worden und der Klaus hat heute sich mal an der Oberfläche blicken lassen. Sehr schön. Genieß den Anblick, weil so oft wirst du es nicht sehen. Genau, wenn du aber mal zu viele Nachzuchten hast, du weißt ja, ne? Dein Lieblingsschabenzüchter. Hauptsache nicht eine Wohnung. Werbung, ja, da mache ich aber auch gerne Werbung. Also für ihn vor allem, ich kenne den auch schon wieder ewig, seit 5 Jahren. Wahnsinn, Zeit vergeht. Hallo Mama. Reicht nasses Futter für Fauchschaben oder ist eine Tränke zwingend notwendig? Nein, Tränke ist nicht zwingend notwendig. Einmal die Woche sprühen, die Wände ein bisschen ansprühen, dann gehen die Fauchschaben, trinken das Wasser von der Wand und dann einmal die Woche Nassfutter reicht voll und ganz. Was, Pizza, jetzt noch ein Tattoo? Du bist ja schon mal... ja, stimmt. Ja, Pizzeria Vulcano. Ja, warte. Cola.
Warte mal, was hast du, für was hast du bis jetzt eigentlich Werbung gemacht? Für dein Energy. Na, warte mal ab. Morgen finde ich bestimmt irgendwas. Guck mal, Olli, sogar meine Mom guckt jetzt. Echt jetzt? Wer ist deine Mom? Ist ja Wahnsinn. Dann schönen guten Abend an die Ma von Julian. Oh, Ben, wie kommt dann der Jörg? Ja, also schlimmer kannst du mich ja, also schlimmer kann man mein Herz dann echt nicht treffen. Was ich, also ja, was er für uns, ich baue ja, ich mache hier eine super Series. Rede nur Blödsinn den ganzen Tag und ab und zu auch mal was Sinnvolles über Tiere. Na, jetzt wollen wir mal über seine wirklichen kriminellen Machenschaften reden, ne? Mit dem Alligator im Main oder der Geierschildkröte im Main. Ja, denk dran. Aber Jörg hat heute auch schon wieder rumgejammert. Ne? Wollte nicht mehr so laufen. Ich sehe schon, ihr liebt euch, ihr liebt euch. Ja. So, genau. Jetzt haben wir es 10:45. Bin jetzt seit über 20 Stunden auf dem Bein. Wenn es jetzt noch irgendwelche Fragen gibt, nutzt die Zeit. Weil dann machen wir, würde ich sagen, machen wir echt bald Schluss. Ich muss dann noch nach Hause kommen irgendwie. Gab es nach dem Rinus? Ja, adulte Menschen. Also. Relativ uninteressant. Und das auch zu einem Preis, wo ich sage, lohnt sich auch jetzt nicht mal für mich einzukaufen oder so. Also, leider nicht. Es war auch nur einer, der Rhinos dabei hatte. Mit dem habe ich ein paar Tage vorher geschrieben bezüglich Weibchen. Hat dann extra für mich nachgeschaut und hat gesagt, naja, die sind alle soweit trächtig und will er sie nicht abgeben. Verdammt. Heute mal wieder Schaben bestellt. Das nicht bei mir. Jetzt kann man doch einen Bursch machen. Ah, hört auf, ey. Hört auf. Ich gehe ja kaputt, ey. Was wollte der haben für den Lidos? Wunderbares Stück für ein adultes Menschen. Ja. Ich habe meinen Adulten für 85 verkauft. Ne, nicht mal 85, sondern weniger sogar. Also. Ach so. Ach so, okay, dann fotografiere. Der alte Mann macht doch nicht durch. Leute, ich bin über 20 Stunden auf dem Bein. Ich bin ein Arsch. Im Arsch. Ich bin ein Arsch, okay, sagt meine Frau manchmal auch, aber ich bin im Arsch. Ich bin kaputt. Ja, der Klaus. Genau, der Klaus. Hat ein neues Zuhause.
Außerdem habe ich nur noch eine halbe Flasche Cola und dann ich kann die Nacht gar nicht durchmachen. Stimmt, der Herr muss sich schon, sonst fallen ihm die Jahre aus. Ja, also sehe ich bald so aus wie Rüdiger, bald so alt aus wie Rüdiger. Und naja. Gibt es einen Tipp, was man bei ausgebüxten Schaben unternimmt? Welchen Schaben? Das ist die Frage. Saug die Heizung aus. Die gute Heizung da hinten, Mensch. Schmeckt das doch gar nicht. Notfalls tut sich ein paar Schaben aus. Pfefferschaben ist genug drin. Nur für den Notfall. Ach ja, genau, du brauchst ja die Mar von Insektenblock. Hat ja die Prinzessin ja drauftreten. Kann man machen, ja. Oder man lässt sie halt eben. Also die Sache ist, solange man nicht in einem Schweinestall wohnt, wo die Tiere wirklich überall Nahrung finden, werden sie innerhalb von 2-3 Wochen trocknen. Also ist da keinerlei Panik. Ist nicht schlimm, wenn die Tiere mal abhauen. Es gibt andere Schabenarten, wie zum Beispiel Schokoschaben. Wenn die mal ausbüchsen, dann hat man doch eher ein Problem. Ja. Lecker, lecker. Ja, sehr, sehr lecker. Wie viel Platz braucht Pfefferschaben? Eine, 100. In der Regel sollte die Box so 40er Breite haben, ein bisschen hoch, dass man das Einstreu, also man sollte schon ein paar Zentimeter Einstreu drin haben, sprich Erde. Ansonsten, ja, also 40 mindestens breit für 10 Stück. Wenn es mehr werden, sollte es auch ein bisschen größer sein, vor allem in der Breite. Denn männliche Tiere können da schon ziemlich aggressiv werden. Das stimmt, ja. Schweinestelle sind zu Unrecht verpönt. Aber es ist immer die Umgangssprache, ne? Wie fand Pascal die Börse? Pascal fand sie super. Also nicht so wie Mannheim, was ich gut fand, als gut empfand. Und er halt eben eher so als. Aber er war zufrieden. Was gab es an Insekten? Ich habe am Anfang des Streams schon gesagt, Rüdiger, es ist ein bisschen schwierig, einen Hamm einzukaufen. Da du, ja, du bist da, baust deinen Stand auf, darfst aber vor Öffnung für das komplette öffentliche breite Publikum, also die 10.000 Menschen, die da reinströmen, darfst du auch nicht einkaufen. Sprich, musst du abwägen, entweder du gehst einkaufen oder du versorgst deinen Stand. So, entsprechend ist das eher für uns, also egal, ob wir als Besucher oder Aussteller da sind, so ein Spießrutenlauf, einfach wirklich straight durch die Gänge, einfach nur links und rechts wie ein Chamäleon und dann gucken, dass man da irgendwas findet, aber irgendwas Interessantes. Nephilium, Giganteum waren recht viele da, die man ja in letzter Zeit nicht mehr so oft antrifft. Interessante Asselarten waren dabei. Saftkugler waren da ein paar dabei. Die waren ganz interessant. Aber ansonsten haben wir noch. Nee, so viel war das dann nicht. Wie gesagt, aber wenn ich da durchlaufe, ich schaue dann einfach nur nach Schaben und dann, wenn ich mal wieder als Besucher da bin, dann gucke ich dann mal wieder ein bisschen. So gechillt darum, ne, da muss, hat man den Stress halt nicht so. trinkst du gar nicht Sternburg? Nee, Sternburg nicht. Also, da muss man schon ein bisschen angeheitert sein, damit man das trinken kann.
Auch ein gutes Radeberg, also echt nicht verkehrt. Wie gesagt, auch für mich muss Bier immer so gute 4 Grad haben. Dann ist es wirklich ausgenießbar. Welche Insektenhändler waren da? Ich habe das Prospekt gar nicht mit. Das ist Pascal. Du nicht? Ich ja. Nein, Polypet war zum Beispiel da. Snail Express, ach, der macht ja gar nicht, der macht ja gar keine Insekten mehr. Ja, die typischen Verdächtigen halt. Aber ich kenne die jetzt auch nicht alle persönlich. Bitte. Ach so, genau. Genau, ja. War schon alles zu gucken. Das sind alles Bett. Ja, das ist ja die Mutter dabei. Ja, das Ausschall ist es immer ein paar Wochen vorher schon. Steht es schon fest, bis auf die paar Nachrücker wie wir jetzt heute früh. Alter, die Tiere machen Lärm da hinten. Was ist los? Wahnsinn. Noch ein Stream. Jetzt versuchst du mich zu überreden, dass ich doch nochmal bis morgen früh durchstreame. Außerdem, Mensch, da gibt es jetzt so viele große YouTuber, die streamen jetzt über die E3 hinweg. Mensch, kann euch doch nicht von denen abhalten. Hast du heute Autogrammstunde gegeben? Ursprünglich war ja eigentlich der Gedanke, dass ich irgendeine feste Uhrzeit ausmache, um da quasi eine kleine Community-Treffen zu machen, wenn wir nicht als Aussteller da gewesen wären. Also, ich wurde oft erkannt, wurde oft angesprochen. Ein Zuschauer wollte sogar ein Foto mit mir. Das war quasi, aber Autogramm diesmal nicht. Also, es ist immer noch komisch, wenn da wegen Autogramm, also. Auch das mit dem Foto. Ja, es ist so ein bisschen, na, da hat mich noch gesiezt und alles und es war irgendwie, ich weiß nicht. Komisch. Ist immer noch so komisch einfach. Rüdiger hat sich sicherlich schon dran gewöhnt. Er wird dauernd angesprochen. Von Wattwürmern zum Beispiel. Was gab es alles in Gottesanbetern? Viel. Also von der großen Teufelsblume bis hin zu den kleinen Kreobotern und also komplette breite Palette war dabei. Hier ist was los, du Justin. Aber dein Autogramm will keiner, Rüdiger. Na klar, ich bin ja keine Fremde. Ich bin in dem Sinne für euch keine fremde Person. Ihr seht mich, ihr seht nicht, wie ich aussehe. Ich zeige euch mein Hobby, ne, in allen Ausmaßen. Und warum nicht? Warum? Ne? Also, ich bin kein alter Kreis, auch wenn der Rüdiger vielleicht was anderes behauptet.
dass du mich auch so retten, ja, siezen musst. Nein, gar nicht. Jeder, der mich sieht, einfach ansprechen, du sagen. Ne? Knutschen muss nicht gleich sein, aber außer ihr seid weiblich. Nein, aber einfach. Einfach duzen, passt schon. Kein Thema. Straight Edger. Du, Paul, bist Straight Edge? Okay. Aber so ein Abendbierchen, was wirklich ein Biergarten, was wirklich nur ein paar Grad kalt ist, ist schon was Verhältnis. Also der Rüdiger, der ist. Wartet mal ab, ne? Im Dorf ist Rüdiger die Partysau. Und das wahrscheinlich so mit allen möglichen Drum und Dran. Lebt nach seinem Vorbild. Ach, CM Punk. Ob der so wirklich 100% straight edge ist? Na, ich mag es zu zweifeln. Vor allem in der Wrestling-Szene. Da wirklich fern von irgendwelchen Mitteln zu bleiben, kann mir da keiner erzählen. Du hast attraktiv vergessen. Ja, genau. Abstürzen so. Ja, dran als du. Rüdiger, ja, liegt immer Samstag bis auf dem Dorfgraben. Nimm das Handy noch und über die letzten 200 MB schaut er sich dann auch Livestreams an. Ich hoffe mal, dass nicht nur ich dran bin. Denk dran, der Pommern, gell? Und alle anderen sind kein bisschen besser. Justin. Zu meiner Zeit wurde man noch verdroschen, wenn man irgendeine Scheiße gebaut hat. Die Tierchen. Oh, jetzt hackt nicht alle so auf den Rüdiger rum. Mensch, der Arme. Das muss ich auch mal in Schutz nehmen. Ja, der Rüdiger ist gar nicht so verkehrt. Ja. Würde zwar auch für 100 Euro seine Oma verkaufen, aber ansonsten ist er sicherlich ein netter Kerl. Von persönlichen Treffen hat er sich ja immer gedrückt, also, aber es wird sicherlich immer bald klappen. Wollen den Rüdiger mit dem 619 erledigen? Ja, das ist mein Antrieb. Bist du Drachenlord oder was? Hashtag unbesiegt. Oh, jetzt wird die ganzen YouTube-Phrasen hier. Tun sich die Abgründe von YouTube auf in meinem Livestream. Wahnsinn. Genau, wir haben dich doch so lieb, lieber Rüdiger. Jetzt halt auf mich. Ganz abgründig, ja. Das ist ja Wahnsinn. So, Alter, man muss schon mal irgendwie hinsetzen. So. Bist du Fußballfan? Ja. Vom FC Rot-Weiß Erfurt. Meinem Heimatverein. Das hat noch wenig schon mit den Doppelpiez, Rüdiger. Ja, Tanzverbot. Jetzt geht das los, ey. Jetzt geht das los.
Das Drachen-Game hat begonnen. Nein, hört auf mit dem Chat. Nein. Der Drache macht nur noch Let's Plays und das ist gut. Dann hat er vielleicht eher seine Ruhe. Doppelpiece an dem Mantis-Club. In Thüringen gibt es nur gerade Zeiss. Warte mal. Wie war das mit dem permanenten Bann? Wie kann man das einstellen? Warte mal. Rechtsklick? Nee. das kannst du nicht zu mir sagen. Meine Cousine ist Carl Zeiss-Fan. Ne? Und ich mag meine Cousine eigentlich wirklich sehr. Und Carl Zeiss, Leute. Jetzt hör auf, Ben. Das ist die ganzen Phrasen, ey. Hör auf jetzt mit dem Drachenkram. Ja, hast du mitbekommen, dass Boneklings den Drachenbesuch macht? Ja. Ich habe Boneklings abonniert, obwohl mittlerweile sein Content eher langweilig ist. Aber ich habe das Video gesehen, dass er einen Drachen besucht hat. Ich glaube auch, dass Boneklings jetzt nicht wirklich was Böses dahinter hatte, weil er einfach schon aus der ganzen Geschichte einfach schon vor Monaten ausgestiegen ist. Es war halt scheiße, dass dann halt eben ganzen Menschenmassen mit dabei waren. Ich glaube, das wäre, wenn es wirklich nur der Kameramann, Boneklings hat ja selber gefilmt mit dem Selfie-Stick, der Dolmetscher, ne, so die zwei gewesen, dann wäre es, glaube ich, gar nicht so schlimm gewesen. Ja, aber ich glaube, Rainer ist dann halt eben dahingehend eskaliert oder ausgeflippt, weil einfach so viele Leute da waren und er davon ausgegangen ist, dass Boneklings die alle mitgebracht hat. War aber geil, als sie HIV sind. Kalgon haben. HIV! Ach nee, stimmt ja. Rüdiger ist ja St. Pauli-Fan. Ja, dann kann er ja damit leben. HIV, hab ich auch nicht für den HSV gehört. Ich dachte aber echt, dass der HSV wirklich diese Saison endlich absteigt. Ich würde es denen so sehr mal gönnen. Aber ist halt wie rot-weiß, unabsteigbar. Was ist die beste Anzahl von einer Fruchtgruppe? Kommt immer drauf an. Selbst bei Rhinos sind es immer, ne, also zwei Kerle und möglichst viele Mädels. Auch wenn das in die Karotten von Euro gehen würde. Aber generell mindestens 30. Also wirklich, wenn du wirklich effektiv züchten willst, dann mindestens 30 Tiere. Wap, wap. Oh nein, Rüdiger. Okay, ich habe keinen Alkohol hier. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt anfangen zu saufen. Rüdiger raus. Also, ja, Drachen. Du bist doch Bibi-Fan. Ja. Und du, Katja, krasse Witze. Das sind beide Sachen, für die wir uns beide sehr, sehr schämen sollten. Kennst du immer noch nicht, Rüdiger? Rüdiger, bist YouTuber, Mann. Ja, und jeder, der ein bisschen, und einsatzweise nur in der YouTube Deutschland verfolgt, kennt ja auch Katja. Also, genau, man will sie ja nicht kennen, man kennt sie leider. Es ist genauso solche Sachen wie Simon Desue oder an diesen ganzen Blödsinn.
Ne? Deswegen sind nur noch die Terroristik-Tuber die Besten. Rüdiger, ich, Bugman zum Beispiel. Wenn ihr Bugman noch nicht kennt, super Käferzüchter, macht sogar Präparation. Ich freue momentan unsympathisch TV. Kenne ich nicht. Kenne ich gar nicht. Okay. Mike, Mensch, um die Uhrzeit. Was ist los, Großer? Ich denke, du bist kaputt vom Shoppen. Ah, das war gestern, oder? Okay. Hi. wie geht's meinem Prinzessia Tricolor? Gut. Mir geht's soweit ganz gut. Ich glaube, der Ostnachwuchs stellt sich auch bald ein. Mal gucken. Aber das wird sicherlich noch ein paar Monate, wenn nicht sogar noch ein paar oder über ein Jahr schon dauern, bis ich da eine vernünftige Zuchtgruppe habe. Ein Wort Apothek. Kennst du Kuri Minos? Nein. Minecraft Let's Player? Ich weiß es nicht. Gestern ist heute gleich morgen. Ja. Ich bin auch am Überlegen, Videos rauszuhauen. Ja, naja, wenn du davon überzeugt bist und du selber sagst, okay, mein Content ist gut, warum nicht? Bin vom Bier trinken zurück. Mach Mike. Tja, ich bin irgendwann halb neun oder so aus Hamm zurück hier angekommen, habe Video gedreht und streame und habe nur Cola. Was hast du denn von einem Brains? Ich nenne dich jetzt einfach Brains. Hi. Das ist ja. Dann schreib mir, wenn du Mümpfen hast, wegen Tricolor. Also sobald wirklich was zur Abgabe ist, melde ich mich. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch einen, der ging mir jetzt heute, der hat wirklich penetrant jedes Mal gefragt bezüglich Blaberus Giganteus. Und ich kann einfach zurzeit keine abgeben. Mittlerweile habe ich so viele abgegeben, dass es wirklich so der unterste Level der Kolonie ist. Und ich kriege so oft wieder Anfragen in Giganteus. Das ist, naja. Aber was nicht geht, geht nun mal nicht. Ne? Und das Wohl der Kolonie geht nun mal vor. Hatte ich jetzt auch vor kurzem mit meinen Lucio Metica Verrucosa. Wie lange musstet ihr heute Morgen warten? Meinst du das jetzt an mich gerichtet? Als Aussteller? Es ging sehr schnell. Also waren um sieben da, waren mit einem der Osten, also haben dann Platz zugewiesen bekommen, also 10 Minuten, nicht länger. Das ist ein Zockername, okay. Ich glaube, die Wirbellosen-Community ist die beste in YouTube Deutschland, oder? Definitiv. Definitiv. Vor allem die Schabenfreunde. Hashtag Love. So reicht jetzt, Glückgeschleimt. Das ist immer konstant, gell? Ist das bei 8 Zuschauern, mindestens. Manchmal geht es höher. Das ist Wahnsinn. Und die Uhrzeit guckt ihr immer noch. Ja. Pommern, da ist er ja wieder. Sehr schön. So, also ich würde sagen, bis 11:30 machen wir. Und dann mache ich mich fertig, sodass ich auch
um Mitternacht bei mir zu Hause angekommen bin. Was zockst du alles? Zurzeit halt nur Tekken 7. Und wenn es jetzt am 22. Juni rauskommt, Dead by Daylight wird dann ein bisschen gedaddelt. Und etwas FIFA, wenn ich Lust habe. Und WWE 2K17. Nee, bis 24. Nee, Leute. Ich habe schon echt ganz schön überzogen. Eigentlich wollte ich nur so eine Dreiviertelstunde, maximal eine Stunde streamen. Jetzt sind wir schon fast bei 2. Hörst du Viking Metal? Früher ja. Also so, solche Sachen wie Fintreu habe ich gehört, Amon Amarth. Bin aber eher das Heavy verschworen. Besonders meine Lieblingsband King Diamond oder Mercyful Fate. Das ist auch die Band, die mich wirklich zum Metal damals gebracht hat. Hallo, ich muss ins Bett. Ja, wer schreibt das jetzt? Ist das wirklich die Ma oder ist das der Justin? Ich bin froh, dass es auf YouTube die Glocke gibt, sonst hätte ich bis jetzt alle Streams verpasst. Ja, das ist, hatte ich ja auch am Anfang des Streams gesagt, es ist so bescheuert mittlerweile, bei YouTube. Also jeder, der abonniert hat, auf jeden Fall, macht bei wirklich euren favorisierten YouTube-Kanälen unbedingt die Glocke an, damit ihr auch wirklich nichts verpasst. Wie viele Nymphen können Porzellanschaben bekommen? Bis zu 30 Stück. Vermehren sich halt eben auch ganz gut. Kennst du das neue Video von den Foo Fighters Run? Nee, das nicht. Was ich aber total feier, ist das neue Video von Fozzy. Was, Jesus? Ich glaube, es war Jesus. Das feiere ich zurzeit, das ist ganz gut. Für mich heißt der Tag was angefangen. Für mich heute früh noch, muss man sagen, um 2 Uhr. Da bin ich aufgestanden. Auch Centurio. Ah, das weiß ich nicht. Also ich habe bis jetzt einmal Nachwuchs und da sind ein halber Millimeter große Knöpfe, die da drumherum hängen. Also gezählt habe ich da jetzt noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass die eher auch so produktiv sind wie die Ginaloida. Schau es dir an, ist da hammer lustig. Okay, die neuen Foo Fighters, alles klar. Hast du ein Lieblingsteam in der NBA? Nö. Also Basketball ist so. Nö. Also eher mal ab und zu NHL gucken. Früher ein bisschen Formel 1 in der Kindheit und sonst nur noch Fußball. Ja. Zeig mir deine Tattoos am Arm bitte. Oh weia, ja, es sind so viele mittlerweile. Dicke Mann. Einmal die Namen von meinen Kindern. Und dann haben wir einmal die Lucia Vetica Berrocosa, die Leuchtschabe. Und dann haben wir hier eine Blaberus Colossus. Hier haben wir eine Tyrea Ole Grangini, eine Fragezeichenschabe. Eine Curidarum Magnifica, Smaragdschabe. Dann mein Ostes-Schaben-Tattoo. Die normale Cromfaduina Portentosa, die Elropoda Insignis und die Macropanestia Rhinoceros. Eine Sitzung ist jetzt noch offen, dann kommen an den ganzen freien Stellen noch Babyschaben und dann habe ich es endlich geschafft. Dann bin ich durch. Aber wie es halt ist, mit den Tattoos hat man einmal angefangen, wird es sicherlich auch noch weitergehen. Ja, die Raptors, okay. Jetzt gerade damals, okay. Ja, und WWE schaue ich natürlich, klar. Also, und dann halt eben Lucha Underground, wenn ich es. Ich hänge schon ein bisschen nach wieder. Ja.
Im Namen von Rey Mysterio, ja. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Oft auch auf Börsen werde ich oft gefragt, zeig mal die Tattoos und so. Sag ich aber nur, naja gut, das ist ja fast ein Strip, den ich da hinlege, ne? Dann aber nur, wenn dann auch was gekauft wird. Lucha ist geil. Ja, Lucha ist wirklich, ist halt eben die beste Alternative zur WWE. Und zigmal unterhaltsamer als Raw derzeit. Sehr guter Tätowierer. Ja. Genau. God is Living Colors. Wenn einer von euch wirklich mal zu Markus ins Tattoo-Studio gehen sollte, dann sagt definitiv, dass ihr von mir kommt, vom Schaben-Olli. Der weiß genau, was da Sache ist. Und vielleicht kriegt man da ein bisschen Discount beim nächsten Mal. fehlt noch ein Arschgeweih. Mal gucken. Also, wie gesagt, es ist. Also Arschgeweih nicht, nee, das ist klar, aber der Arm ist ja bald fertig und dann mal gucken. Also ich lebe noch ein paar Jährchen und dann mal gucken, was da einfach noch passiert. Ne? Also vielleicht wird auch immer nur der Rücken voll. Mal schauen. Sehen echt gut aus, die Tattoos. Danke, danke. Das ist echt, jedes Mal, wenn ich da, wenn die Tattoos fertig sind, habe ich echt diesmal Gänsehaut, weil es einfach wirklich richtig geil geworden ist. Ich finde Lucha Underground geiler als WWE, muss ich sagen. Ja, ja. WWE hat halt eben bei mir einfach nur diesen Punkt, den Goldust. Und dadurch, dass er nicht mehr so lange machen wird, wird es für mich dann irgendwann auch egal. Werbung, Werbung, Werbung. Ja, da mache ich aber gerne Werbung. Ja, also, du kannst ja auch für deinen Tätowierer gerne mal Werbung machen. Mochtest du Eddie Guerrero? Ja. War unglaublich unterhaltsam, diese Segmente. Die Storyline mit Rey Mysterio, wo es dann um den Sohn ging, war, dafür konnte ja Eddie nichts. Ist halt eben die Storywriter gewesen. Das war echt so, ja, gibt bessere. Aber Eddie war echt ein guter Wrestler. Ist halt eben, man merkt halt immer, wie einen die scheiß Drogen und Alkohol halt eben komplett kaputt machen. Du hast bei dir keine Werbung. Dein einzigster Kanal ist Werbung. Du müsstest bei dir Dauerwerbesendung oben. Da oben müsstest du Dauerwerbesendung stehen haben. So. Aber gerne haben, wenn der Preis stimmt. Ja. So hat es auch der Million-Dollar-Man gesagt. Na, everybody got his price. Ich fand den Boogie-Man immer lustig. Ich habe einen totalen Fable für solche komischen Gimmicks. Deswegen mochte ich auch die frühen 90er Jahre der WWE so, weil sie einfach solche abgetretenen komischen Gimmicks waren. Und angefangen vom Undertaker halt eben, ne? Und dann Papa Shango, weil er später ja als Godfather unterwegs war. Oder halt eben allgemein diese Lucha Libre Wrestler. Echt interessant. Also jeder, der eine Maske hat oder ein vernünftiges Faceband oder so ein total abgedrehtes Gimmick, den schließe ich sofort ins Herz. Nicht zu Würmer, Freunde, das stimmt allerdings. Dass die Peter gesehen hat, ja, musst du aufpassen. Flying Uwe, ja, musste für seine eigenen Produkte, die er damals oder die er da im Video gezeigt hat, musste er jetzt Geldstrafe bezahlen. Das ist krass. Ich fand den Boogie-Man immer eklig. Nur ja, als Geschmackssache. Also wrestlerisch hatte der auch nichts drauf. Ne? Und war auch nur in der WWE, weil er ein enger Freund von Booker T ist. Aber das Gimmick ist halt eben unterhaltsam, in meinen Augen. K.
kennen wir ja immer noch den kleinen Boogeyman. Ja, das ist auch irgendwie so Blödsinn. Weißt du, klar, Boogeyman, ne, zu ganz am Anfang, ne, bevor er wirklich bei den Main-Shows debütierte, war es ein bisschen eher ein Creepy-Gimmick. Die Fans haben es ja halt eben die Main-Shows gefeiert und dann sie ist ausgeschlachtet von dem Mist. Genauso wie Hornswoggle, das will keiner sehen. Hier ist ja immer noch was los. Zebrazecke, da bist du ja wieder. Ja, aber noch 9 Minuten, dann bin ich wirklich weg. Ich lasse mich hier von den Zuschauern verleiten, da zu bleiben. Ja, aber die hat da beworben und nicht gesagt, dass sie von ihm sind. Das weiß ich jetzt auch nicht. Da bin ich jetzt nicht zu tief in der Materie. Wie gesagt, wenn ich, ich würde einfach nur aus Sicherheitsgründen einfach Produktplatzierung und Dauerwerbesendung einschreiben. So bist du definitiv auf der sicheren Seite, bevor dir irgendein Vollidiot ans Bein pinkeln will. Immer auf die Kleinen. Naja, ich mache das ja nur für euch. Na, es ist fast abends um 12 und es sind immer noch 11, 10 Zuschauer. Hast du sowieso Koffein-Intus? Boah, bei dem Cola-Konsum wirkt das nicht mehr. Also dann muss ich jetzt wirklich einen Espresso trinken, damit ich da wirklich noch mal ein bisschen länger durchhalte. Aber wir sind uns doch alle einig, Bo Dallas macht jeden platt. Relief in Bo. Ich hoffe, jemand macht mal einen Stream Best of von mir. Von mir? Okay. Das muss jetzt auch nicht sein. Nein, aber Triple H. Das wäre eine Idee. Warte auf. Best of von mir, von meinen Streams. Da gibt es nicht. Wo ich sage, nein, wir reden jetzt, ich möchte jetzt nicht über den Drachenlord reden oder über Tanzverbot, diese ganzen ich und so gehateten YouTuber oder Wirbellos Paradies TV. Alles eine Schublade. Ja, kaum nehme ich Wirbellos Paradies TV in den Mund, komme ich wieder Zuschauer rein. Rüdiger, bist einfach nur Clickbait. Boah, ich krieg das morgen bestimmt alles so dermaßen zurück im Stream. Ja, ich krieg das alles morgen zurück. Oh, war ja. Eieieiei. Wasted. So, Kinders, habt ihr noch unglaublich wichtige Fragen, die ihr loswerden möchtet? Ansonsten würde ich mich sagen, machen wir jetzt langsam Feierabend. Ich muss noch heimlatschen. Was hast du am Kinn hängen, soll es super sein. Ja. Ja. Ich darf sie nicht abschneiden. Krieg Ärger. Hast du einen Lieblingsschabenart? Es ist immer so schwierig. Ich kann mich nie auf eine festlegen. Aber wenn ich es müsste, von der rein emotionalen Seite, sind es die Rhino-Schaben. Richtig. Kennt ihr South Park? Diese Krankenschwester mit diesen Zwillingen am Kopf? Genau das ist mein Bart.
Ja, nicht alle Haare. Nicht alle Haare sind gute Haare. Mädeldrachen war. Naja. Mädeldrachen. Mädelleute. Es kommen immer diese ganzen Drachen dort Memes. Das ist so Wahnsinn. Ja, Drachenlord einmal gesagt, schon 12 Zuschauer. Toll. So. Doch, Drache ist besiegt mittlerweile. Es hört auf. Besiegt. Herrlich. Ja, dann, was soll er machen? Mich auf Twitter blockieren? Ja, cool. Dann bin ich auf einem Level mit Aiblali zum Beispiel. Wow, oder Bone Kings. Ja, kann ich auch abgreifen. Nee, nicht bis 22:45 Uhr. Ist gleich das Ende. Der alte Mann muss auch mal ins Bett. Besuch mal die Drachenschanze. No way. In dem Drachengame bin ich nicht dabei. Forder Rainer bitte zum 1 gegen 1 raus. Warum? Warum? Was habe ich davon? Weißt du? Er ist ein ganz normaler, Mensch. Naja, er ist ein Mensch wie du und ich. Und ich hätte auch keinen Bock, wenn da zig Leute bei mir vor der Tür stehen würden. Sein Eklips reicht hier. Seine Mutter. Ihr seid Nasen. Julia, trau du dich erstmal auf einer gemeinsamen Börse mit mir. Ach, das Pferd stimmt. Wie hieß denn das? Blue, gell? Blue ist das Pferd von da. Ja, genau. Kannst du dir bitte Wirbellos Paradies TV als Pappaufsteller in den Hintergrund stellen, welcher ein Schild mit Teilen, Liken, Abonnieren hält? Ja, mit dem Pfeil genau hier drauf. Ich schmeiß den Prügel raus. Okay. Ich versuche seit Monaten Rattenball Sport Leipzig zu blockieren. Ja, da fängt es an. Ich kann nicht mal mehr vorlesen. Ich versuche seit Monaten von Rattenball Sport Leipzig blockiert zu werden, aber es klappt nicht. Ja, es ist genau das Gleiche. Es ist da und Punkt. Ne? Du willst ja nur knutschen. Klar. Entschuldigung. Dafür komme ich ja extra zu dir. Danke dafür, Eibladi. Genau. Alles klar, Herr Waschbinder. Dann bis bald. Oh, ja, bis morgen. Rüdiger weiß, wie man Abos macht. Hat mich ja auch innerhalb. Ne? Wie lange hat Rüdiger einen Kanal jetzt? Ein bisschen was über ein Jahr? Hat mich ja auch in Windeseile überholt. Na, also scheint das ja doch zu wissen, wie man es Abos macht. So, 99 Abos, ich fresse einen Besen. Kommt schon, jetzt aber, Freunde. Ein Abo, rums. Ich habe irgendwas runtergeschmissen. Okay, ein Abo noch. Ein Abo noch, Leute. Und es gibt Gewinnspiel. Wahnsinn. Was passiert? 200, wir sind alles doppelte Accounts. Zwischen einmal Rainer dabei, der abonniert hat. Lü, 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 lü. Oh Gott. Ja, ich will nur ein Abo mehr. Für euch, dass ich das Gewinnspiel für euch machen kann. Ich muss hier keine Schaben verschenken.
nicht so nach Sicht aus. Na, guck aber nochmal unter die Decke, nicht, dass du mit dem Handy da hinten noch weiter guckst. Ich habe vorhin erst abonniert. Das ist gut. Denk dran, Glocke anmachen, dass du auch immer über neue Videos und Livestreams benachrichtigt wirst. Ja, 20 von mir. Okay. Dann guckst du aber bitte auch mit allen 20 Accounts gleichzeitig den Stream. Ja, und dann auch die Videos. Bitte alle liken, teilen und abonnieren. Ach ja, abonniert hast du ja dann den 20 schon. Ach nee. Kann ich mal zweimal abonnieren. Ja, man kann sich ja sonst wie viele YouTube-Accounts erstellen. Und das sogar über eine E-Mail-Adresse, also. Du hörst dich schon sagen wie ich, Kleiner. Ich lerne halt eben nur vom Besten. Ey, ja. Solange du deine Füße unter deiner Mutter ihren Tisch hast, musst du auf sie hören. Es ist nun mal so. Schleimi. Da habe ich nicht nötig. Obwohl bei dir, Rüdiger. Wir machen es uns mal schön bequem, wenn wir uns mal sehen. Oh Gott, so, es ist echt zu spät, Leute. Es ist echt zu spät. Was als normaler Abendstream starten sollte, ja, artet hier irgendwie ein bisschen aus. Drachenlord, Tanzverbot, Eiblali, Rüdiger, ja. Irgendwelche Pfefferschaben, die im Hintergrund nur Lärm machen. Love is in the air. Ja. Aber doch nicht, dass der Pascal noch eifersüchtig wird, ne? Wenn wir uns zwei dann ein bisschen näher kommen, weißt du? So, jetzt geht's auch. Komme ich gar nicht mehr hinterher. Rüdiger, du kannst ja Werbungskurse anbieten. Genau. Sehr schön. Sieht so schon aus wie ein Chinese. Ja, ich sehe schon. Ich bin einfach todmüde. Ach, Dreiecksbeziehung. Ja. Das muss ich nur Pascal irgendwie klar machen, dass er jetzt nicht mehr der einzigste Mann in meinem Leben ist. Ach ja. Tolle. Fette Mücke. Die Schaben, ey. Zecke und ich in der Mitte. Naja. Hast du wohl fleißig vom Drachenlord gelernt? Hm? Den Anmachtsprüchen. So war das jetzt nicht gemeint. Ja, das ist halt der Rüdiger. Lernt halt nur vom Drachen. Jetzt gut hier mit Drachen. So, jetzt haben wir aber trotzdem noch mal 5 Minuten überzogen, genau. Ich will nicht dein Herz nur in deine Hose. Oder wie war das? Stimmt, ja. Oh, so viele schlimme Memes. Grauenvoll. Mir gehen die Jokes aus, sonst bin ich ein souveräner Freestyler. Ja. Okay, Mädels, Jungs. Ich würde sagen, weißt, du bist wie eine Schabe, Olli, von außen hart, innen weich und nachtaktiv. Nicht nachtaktiv, nacktaktiv. So, jetzt reicht's wirklich, genau. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuschauen. Wenn ihr
noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen, denn es fehlt nur noch ein einzelner Abo bis zur 300. Und dann gibt es nämlich das Gewinnspiel, das war ein Abonnentengewinnspiel, es ist schon zu spät, das war ein Abonnentengewinnspiel. Ansonsten, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, dass ihr auch so lange mit mir durchgehalten habt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.